jetzt freue ich mich auf ein Gespräch mit einer Frau, deren Name vergleichsweise einfach ist. Dr. Med Yael Adler. Herzlich willkommen bei uns. Sie haben uns auch ein Buch mitgebracht und waren auch vor einigen Monaten mit genau diesem Buch schon mal bei uns, bei 3 nach 9. Es ist ein Buch über die Haut, das mittlerweile in 21 Sprachen übersetzt wurde, ein echter Bestseller. Und wir haben darüber gesprochen und Giovanni hat es nicht mehr geschafft, eine Frage zu stellen. Die treibt ihn seitdem um. Deswegen die Frage habe ich schon gestellt. Aber die Antwort kam nicht mehr. Leider habe ich die Frage schon verfolgt mich bis heute. Ja, wirklich. Er redet immer davon. Er möchte wissen, warum es so gesund ist, ungeschützten Sex zu haben, also für die Haut. Also Sex zu haben ist sowieso gesund, geschützt und ungeschützt. Man muss natürlich einschränkend sagen, ungeschützter Geschlechtsverkehr ist gefährlich, wenn eine Geschlechtskrankheit übertragen wird. Also ganz pauschal darf man es nicht empfehlen, aber die Natur wusste nichts von den Geschlechtskrankheiten und die hat sich halt gedacht, Mann, wie schaffe ich das, dass die Leute viele Nachkommen zeugen? Also muss es Spaß machen. Und man weiß, dass wenn man Sperma in die Vagina füllt oder ejakuliert, das haben Forscher nachgewiesen, dann hebt das die Stimmung der Frau. Das heißt, die will sonst dann gerne... Sonst wissen wir das auch nicht. Das wissen wir nicht. Genau, und wir wissen auch... Aber und nicht umsonst sagt man ja auch, ne, die Stimmung ist schlecht, also scheint eine Weile dazwischen zu liegen. Genau das wurde untersucht. Also Mediziner und Forscher machen nicht immer nur ernsthafte Medizin, sondern auch ernsthafte, fröhliche Medizin. Und tatsächlich wurde herausgefunden, im Sperma sind antidepressiv wirksame Substanzen, aber auch Hormone, Männerhormone und Frauenhormone, die ja, uns Frauen dann weiblicher werden lassen. Das ist gut für unsere Haut. Falten werden aufgepolstert, weil Feuchtigkeit angesammelt wird. Das Haar wird dick und glänzend. Ja, und Stress wird natürlich abgebaut. Im Sperma ist das alles drin. Ja, genau. Ist das, okay, da muss ich noch mal nachfragen. Ja? Ist das Sperma von älteren oder von jüngeren Männern dafür besser? Ist das auch untersucht worden? Das weiß ich nicht, ob es da Alterseinschränkungen gibt. Tatsache ist, im Sperma ist die höchste Konzentration von Spermidin, einem Stoff, der Fliegen, Würmer, Hefen und auch menschliche Immunzellen verjüngt und länger leben lässt. Sodass Sperma seither in aller Munde ist, zumindest in den Medien. In aller Munde. Sehr schön. Man findet diesen Stoff auch in anderen Zellen und auch im Käse. Und nichtsdestotrotz ist das natürlich, man sucht ja immer wieder Mittel und Leute schmieren sich das und nehmen es auf in jeglicher Form in der Hoffnung, dass man das als Jungbrunnen entdeckt. Also wenn man das jetzt sich ins Gesicht schmieren würde, statt Creme, bringt das dann auch was? Oder muss das eine ernsthafte Frage? Also, muss das durch die Scheidenwand aufgenommen werden und irgendwie anders also in den Organismus kommen? Die Untersuchungen sind ausschließlich an der Scheidenschleimhaut vorgenommen worden. Aber wir wissen alle, Masken aller Art haben immer einen Wellness-Effekt. Und das hat es dann womöglich auch. Okay, was machen... Ich habe noch eine Frage. Es ja, Frau Kollmann, bitte. Interessiert mich schon auch. Die andere Sache, die ja so gut sein soll für die Haut, ist ja Hyaluron. Das nehme ich zum Beispiel. Ich will keine Werbung machen, aber so. Und ich fand immer, das hat so eine ähnliche Konsistenz wie Sperma, wenn ich mich richtig erinnere. Dazu sage Stimmt ich das? Jetzt ganz vorsichtig, auch Hyaluronsäure wird gespritzt, aber in die Haut und nur dann ist sie wirklich effektiv. Sonst flustert sie die Haut nur auf und bindet Feuchtigkeit. Sie ist also kein wirklich wirksames Anti-Aging-Mittel in Cremeform. Aber wenn man schon die ältere Haut hat mit ein paar Falten, ist das dann nicht gut, wenn das so ein bisschen flusterig ist? Ja, für ein paar Stunden. Also wenn man weiß, man hat jetzt heute Abend was Schönes vor, dann können wir uns das ins Gesicht schmieren heute Mittag. Und heute Abend sind wir schön saftig. Morgen früh spätestens ist dann wieder Knitter an. Aber wir sind jetzt nicht mehr beim Sperma, wir sind jetzt woanders. Wir sind bei der Hyaluron. Maren Kollmann hat erfolgreich einen Ausweg gefunden aus einer Situation, die etwas belastend war in dieser Runde. Ich dachte, im Hyaluron sei, aber gut, dann, Sie nehmen mir jetzt die Illusion. Aber es wird ja immer alles, was gut sein soll, in jeglicher Form versucht. Hyaluronsäure versucht man ja auch aufzunehmen über die Nahrung oder als spezielle Tabletten. Aber Tatsache, ja, das will ich wissen. Es gibt doch jetzt diese neuen Trinkfläschchen, da gibt es jetzt auch immer Werbung dafür, dass man angeblich Kollagen,
als Trinkfläschchen zu sich nehmen kann. Also ist das Quatsch? Oder Tatsache ist, der Körper nimmt Eiweiße in unterschiedlichen Nahrungsmitteln zu sich. In der Regel haben wir keinen Eiweißmangel. Und der Körper zerhäckselt es dann und nimmt es dann in zerhäckselter Form auf und schickt es in den Körper dahin, wo es gebraucht wird. Es ist also eigentlich nie garantiert, wenn wir uns jetzt für 100 Euro tolle Kollagen-Tabletten kaufen, dass es auch wirklich da ankommt, wo wir es haben wollen. Natürlich gibt es wie bei allen immer wieder kleine Studien, die sagen, ja, das hilft schon. Aber in der Realität, wenn dann Patienten kommen und sagen, Mensch, ich habe mir wieder künstliche Tabletten eingepfiffen und irgendwie baumelt es immer noch, dann weiß man, es ist Realität und Studie manchmal ein bisschen auseinander. Ja, ich frage mich jetzt auch, ob in diesem Fläschchen wirklich Hyaluron und Kollagen drin ist, nach Ihren ersten Ausführungen, aber das ist eine andere Frage. Ich lasse mal untersuchen, also ich, von der Konsistenz. Als Ernährungsmediziner rate ich einfach dazu, sich gesund und eiweißreich zu ernähren. Wer jetzt kein Veganer ist, der kann es zum Beispiel über eine Knochenbrühe machen, die 8 Stunden gekocht ist, da ist auch all dies drin. Und das sind dann auch in der normalen Nahrung natürlich viel größere Mengen als in so kleinen Kapseln. Dann würde ich jetzt mal direkt darum bitten, dass die Lebensmittel reingebracht werden, die Sie empfehlen in Ihrem Buch. Denn es gibt, Sie sind auch Ernährungsmedizinerin, es gibt durchaus ein paar Stoffe, die wir uns zuführen können, ja, ohne irgendwelche teuren Fläschchen kaufen zu müssen. Also diese Fläschchen, in denen dann Elastin, Kollagen drin sind, ja sehr teuer. Das hier lassen wir jetzt einfach mal rumgehen. Das ist ganz günstig. Also das ist Karottensaft. Das kann ich wirklich sehr empfehlen. Jeden Tag ein Glas Karottensaft trinken, also etwas mehr als das. Das entspricht so einem halben Kilo Möhren. Und das Tolle daran ist, auf Karotten. Ja? Auf Karotten. Nein, wir nehmen mal an, weil auch gegen Nüsse. Ja. Also dann nehmen Sie grünen Tee. Ist da nur Karotte drin? Da ist doch Öl auch immer drin. Ja, genau, deswegen hier ist Öl, ne? Nehme ich an. Haben Sie dazu müssen Sie einen Tropfen machen, damit das, dass das jetzt nur Karotte ist hier. Ja, ja, also ich vertraue jetzt hier an Karotte. Das ist jetzt Dschungelcamp hier. Der Farbstoff geht in unsere Haut über und macht sie so ein bisschen sonnenrobuster. Das heißt, wenn man in die Sonne geht, dann kriegt man nicht so schnell Falten, nicht so schnell Sonnenbrand, nicht so schnell Hautkrebs. Und es macht einen angenehmen Teint und dann gibt es wieder die sexuellen Untersuchungen. Das Öl bitte. Das Öl, bitteschön. Ach so. Hier ist so ein Tröpfchen, ja? Ja. Damit das Provitamin A besser aufgenommen werden kann. Nee, macht Sinn. Fettlöslich. Mhm. Aber es gibt natürlich wieder Untersuchungen. Nö, das geht im Darm alles geschüttelt. Es gibt Untersuchungen, die haben wieder mal Testpersonen Gesichter von sonnengebräunten oder von Möhren gefärbten Gesichtern vorgehalten. Und attraktiv und anziehend wirkten die Möhrengesichter viel besser als im Vergleich dazu die sonnengebräunten Gesichter. Nichts wie weg damit. Auf Ex. Ja, aber dann 1 Liter pro Tag, oder? Ja. Ein Glas reicht jeden Tag. Ein Möhrengesicht zu kriegen? Ja. Gucken Sie mich an. Ja. Ja, super, oder? Ja, gut. Ja, noch ein? Vielleicht können wir mal Daniel Hope fragen, weil helle Haut habe ich ja auch, aber dann auch noch rotblonde Haare. Absolut. Haben Sie Probleme mit Sonnenbrand? Ja. Ja, ist ein sehr sensibler Hauttyp, ein keltischer Hauttyp, ne, damit er in den nördlichen Gefilden genug Vitamin D über die Haut aufnehmen kann. Ne? Wenn er jetzt einen dunklen Teint hätte und er lebt in Irland oder so, dann würde er einen Vitamin D-Mangel bekommen. Und das hat die Natur extra so eingerichtet. Aber wenn er dann in Urlaub jettet nach an den Äquator, dann wäre so ein Möhrensaft gar nicht schlecht, ein paar Wochen vorher zu beginnen. Haben Sie es schon mal ausprobiert? Ich habe es mal, nicht jetzt. Ich möchte nicht, dass es auf die Geige Nein, das wir auch nicht. Das können wir nicht bezahlen. Aber millionenschwere Geige von Möhrensaft. Ja, aber das ist halt das, weil Sie es gerade angesprochen haben. Die Nahrung, die wir haben, die bietet so viel Gutes. Also Tomatenmark, ganz billig, ist Lycopin drin. Das können Sie auch in der Apotheke teuer in Kapselform bekommen. Oder Sie nehmen Tomatenmark, machen sich Ihre Soße oder Ihren Tomatensaft raus und schon haben Sie diesen Stoff in sich. Was macht Lycopin dann mit mir? Lycopin ist auch ein Reparaturstoff, ein Anti-Aging, Anti-Krebs, viele Funktionen des Körpers werden dafür, also Entzündungen bekämpft. Warum ist Beta-Carotin so gut angeblich? Das sind ja diese Karotten, die so zwischen so dunkelrot aussehen. Genau, eigentlich sind alle Pflanzenfarbstoffe für uns wichtig. Also je bunter, desto besser. Und damit meine ich jetzt nicht Gummibärchen und Smarties, sondern wirklich das, was die Pflanzen hergestellt haben. Jeder hat so ihre eigene Funktion. Und beim Lycopin und beim Beta-Carotin weiß man einfach ganz genau, wie toll es für die Haut ist. Und als Hautärztin ist natürlich das für mich sehr spannend. Was ist mit den Walnüssen? Walnüsse, ja, zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren, Vitamine. Wir haben nicht pasteurisiertes Sauerkraut, wo lebende Bakterien sind, die für den Darm ganz wichtig sind. Wer einen gesunden Darm hat, hat auch gleich... Pfeifen Sie sich das wirklich rein? Ja. Ja. Sieht man doch, oder? Ja. 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 Wunderschön. Ja. Sie können
können auch Kimchi haben. Das ist halt fermentiert und wenn es nicht pasteurisiert ist, ist das eben lebendes Essen. Und unsere Darmflora ist so ein bisschen geschunden durch unseren Stress, durch die Antibiotika, durch Industriekost. Und damit kann man das reparieren. Und dann profitieren Menschen mit Neurodermitis, mit Schuppenflechte. Auch Hormonstörungen werden schön eingerenkt. Also am Ende sieht man alles wieder an unserer Haut. Und das finde ich einfach großartig. Grüner Tee zum Beispiel, ne? Asiatische Frauen, denen sagt man ja nicht umsonst, sie sehen so lange, so gut und jung aus. Wahrscheinlich auch, weil sie Phytoöstrogene und grünen Tee zu sich nehmen und eine gute Hautqualität haben und ein gutes Pigment, das sie schützt. Also man kann relativ viel tun für Anti-Aging, ohne dass man viel Geld ausgeben muss, haben wir jetzt gelernt. Weil sie sagen ja auch, man soll sich nicht so viel eincremen. Ja, diese ganzen Anti-Falten-Cremes nützen eigentlich gar nicht so viel. Doch, der Industrie schon. Aber für uns ist das eigentlich nicht nötig. Wenn wir eine gesunde Haut haben, dann schafft die alles selber. Wir haben selber zwei Fettcremes, die wir produzieren. Das eine sind unsere Epidermisfette. Die dauern allerdings 4 Wochen und die waschen wir dann zweimal täglich mit Seife weg. Und wir haben die Talgproduktion, sehen wir schön im Vergrößerungsspiegel an der Nase. Wer mal gewagt hat, hat natürlich keiner, mal zu drücken. Dann sieht man, da kommt womöglich ein Talgwurm raus, 11 Kilometer im Jahr. Und das ist unser Cremetöpfchen. Wie 11 Kilometer pro Jahr? Jeder Mensch hat einen Talgwurm von 11 Kilometern pro Jahr? Das pflegt unsere Haut des Nächtens. Dann kriecht dieses Fett wie Butter auf unsere Haut und schmiert uns ein. Und wer dann morgens hergeht und eine Seife und eine alkoholische Lösung und ein Peeling nimmt, ruppelt sich das alles runter und dann spannt natürlich die Haut und dann muss man wieder cremen. Aber die Cremes sind nicht so gut wie das was wir selber machen. Das fand ich so faszinierend, weil das hat mich auch an Herr Horowski erinnert. Entschuldigung, das war nicht der Möhrensaft. Und zwar in dieser Zeit, 17 oder 18 Jahre, auf den Marktplätzen waren immer irgendwelche Quacksalber, irgendwelche Cremchen, irgendwelche Substanzen, die irgendwie was ganz Tolles angeblich anrichten sollen oder bewirken sollen. Und dann war natürlich klar, irgendwann wurden sie weggejagt, weil das alles Lug und Trug war. Aber ist das diese Cremeindustrie, die Jugend verspricht und nachhaltig glattere Haut, ist das nicht die moderne Form dieser Quacksalberei? Also wenn man liest immer über alles, gibt es ja Studien. Und immer wieder gibt es den ein oder anderen Stoff, Vitamin A oder C oder E oder Polypeptide, die dann doch einen Anti-Aging-Effekt in dem Versuch gebracht haben oder in irgendwelchen mega mikroskopischen Messungen. Aber im wahren Leben kommt das nicht an. Die Haut ist eine sehr, sehr effiziente Barriere. Sie schützt uns vor dem Eindringen von Erregern und Allergenen und Giften und auch vor dem Eindringen von Anti-Aging-Substanzen. Und die müssen erstmal die oberste Hautschicht mit all ihren Schutzmechanismen überwinden, um dann in die Tiefe zu kommen, da wo unser Elastisch ist. Wenn Sie jetzt recht haben, was ich nicht weiß, was für eine Verschwendung von Geld. Ja, aber das solange ich vielleicht zu Hause mal anmelden. Ja, also als Hautarzt, ich hatte vorhin gesagt, ich creme ja auch manchmal. Natürlich gibt es auch eine Berechtigung für die ein oder andere Creme. Zum Beispiel, wenn man Hautzustände reparieren will, wenn man eine Pflegesubstanz oder ein Arzneimittel auftragen will oder eben unsere geschundene Haut wieder ins Gleichgewicht zurückschubsen will. Aber das Problem ist, wir schinden uns dauernd, also wir entfernen alles und müssen dann in so einem Teufelskreis immer wieder nachfüttern. Und das ist eigentlich das, was so schade ist. Es gibt so viele Naturburschen, ich weiß jetzt nicht, welche hier davon sind, ich habe noch nicht gefragt. Die gehen morgens einmal in die Dusche und dann gehen die in den Tag und die haben vielleicht nicht immer eine Seife benutzt und haben eine super kerngesunde Haut, weil das macht die Haut selber. Während die dann immer schrubben und peelen, die sagen, ach, das ist spannend und es schuppt und es reißt und es juckt und es ist dann ein Ekzem. Man macht sich die Haut krank durch zu viel Pflege. Die Generation meiner Mutter hat immer gesagt, nur Nivea und sonst nichts und das reicht. Na, Hormozenta noch. Ne? Hormozenta. Marika Rücken. Das stimmt. Marika Rücken. Kennen wir gar nicht mehr. Oder? In meiner Jugend in den 70er Jahren, da war auch einmal in der Woche Waschtag. Also da ist man einmal in der Woche baden gewesen und sonst war es Katzenwäsche. Und die heute waren deswegen nicht kränker oder vielleicht sogar auch gesünder. Weil die Schutzmechanismen, die sind aus der Steinzeit bis heute transportiert. Und die Haut denkt, sie ist immer noch damals und fragt sich, was haben wir jetzt für die Seifen? Ja, wir haben uns vorhin drüber unterhalten noch. Als ja, Horowski, dass die Seifen etwa eher 400 Jahre für die Körperhygiene gerade in Frankreich entwickelt worden sind oder unter die Menschen gebracht worden sind. Und davor kannten wir keine Seife als routinemäßige Hygienemaßnahme. Wir sind heute auch in so einem Hygienewahn und haben Angst vor Ansteckung dabei. Das ist klar. Diese Millionen von Bakterien, die wir austauschen, die machen uns nicht krank, die schützen uns. Und die, gerade beim Knutschen zum Beispiel, ja, wir haben ja 22 Millionen Bakterien im Mund und das aktiviert das Immunsystem, also wie eine Impfung quasi. Und deswegen ist Knutschen auch so gesund. Es pflegt auch übrigens, es pflegt auch sehr schön. Ich finde, an dieser Stelle lassen wir es
mit den Leuten habt mehr Sex und knutscht schön, weil ich finde, das ist sehr, sehr schön, um aus dieser Sendung rauszugehen. Obwohl, eine Frage bleibt jetzt bei mir unbeantwortet. Ich wollte Sie nämlich fragen, warum Sie für Schamhaare plädieren. Aber wissen Sie was? Wir verabreden uns fürs nächste Mal. In guter alter Tradition. Dr. Daniel Adler.